Wir leben Wrestling. Crossover-Show zwischen AEW und New Japan Pro Wrestling angekündigt. Während der vergangenen Dynamite-Ausgabe wurde ein Crossover-Event zwischen All Elite Wrestling und New Japan Pro Wrestling verkündet. Dieser Pay-Per-View, der den Namen Forbidden Door trägt, soll am 26. Juni diesen Jahres in Chicago stattfinden. Roman Reigns weiterhin für WrestleMania Backlash eingeplant. Nachdem in den vergangenen Wochen noch kein neues Programm für Roman Reigns aufgebaut wurde, kam bereits bei einigen Fans die Vermutung auf, dass Reigns möglicherweise kein Teil von WrestleMania Backlash sein könnte. Berichten von Dave Meltzer zufolge ist dies jedoch nicht der Fall. Demnach sei Reigns fest für den Main Event der Großveranstaltung eingeplant. Name für AEW Videospiel bekannt. Im Anschluss an die vergangene Dynamite-Ausgabe wurden mit dem Live-Publikum noch Crowd-Chant-Aufnahmen für das AEW-Videospiel aufgezeichnet. Währenddessen gab Tony Khan bekannt, dass dieses den Titel AEW Fight Forever haben wird. Ein genaues Erscheinungsdatum ist weiterhin nicht bekannt, Fightful Select nennt jedoch den diesjährigen September als möglichen Zeitraum. Tony Khan geht genauer auf Bot-Vorwürfe ein. In einem Interview mit dem TV Insider sprach Tony Khan über die kürzlich von ihm aufgebrachten Vorwürfe, dass ein großer Teil der AEW-Hater im Internet aus Bots bestehe. So habe die von ihm in Auftrag gegebene Studie ermittelt, dass eine kleine Gruppe von Personen mit mehreren Accounts Stimmung gegen die Promotion verbreitete, die dann von Bots weiterverbreitet werden. Dass es sich dabei um Bots handle, könne man unter anderem an den Retweets, Antworten und Likes der Accounts erkennen. Genauer könne er die Aussagen seiner IT-Experten allerdings nicht wiedergeben, da er sich auf diesem Gebiet nicht auskenne. Außerdem gab er an, dass einige der Kritikpunkte, die von diesen Accounts aufgebracht wurden, legitim seien und er diese zukünftig verbessern wolle.